Hallihallo, meine lieben Leute, willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Muss ich an dieser Stelle mal wieder die altbekannte Floskel rausholen. Ich bitte es zu entschuldigen, meine Stimme ist ein bisschen im Arsch. Ich habe so ein bisschen Halsschmerzen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich, weil ich in letzter Zeit nachts oft mit offenem Fenster geschlafen habe. Aber ich habe ja auch schon gesagt, schon mehrmals jetzt in Videos in letzter Zeit, diese Wetterumschwünge. Die machen wir richtig zu schaffen. Solche Temperaturwechsel von bis zu 20 Grad, die bekommt mein Hirn nicht klar. Doch nicht mein Immunsystem, wie mir scheint. Also auf jeden Fall scheint es mich da ein bisschen minimal erwischt zu haben. Aber ja, aufnehmen geht jetzt noch. Bis jetzt sind es auch nur Halsschmerzen. Ich hoffe mal, dass sich das so verläuft. Gut, gucken wir mal in den Briefkasten, was wir so alles verkauft haben. Das schwere Leder sind wir losgeworden. Immerhin etwas. Was wir nicht losgeworden sind, sind die Edelsteine hier. Auch nicht. Boah, wir sind ganz viel nicht losgeworden. Aber einiges sind wir losgeworden, wie mir scheint. Das Thorium-Erz sind wir losgeworden. Genauso wie den verdichteten Stein. Mithril-Erz, sehr schön. Das Golderz, mittleres Leder, die Sternrubine sind wir alle losgeworden. Genauso wie das Echtsilbererz, das Eisenerz und das Zinnerz. Bei den Sachen, großer Opal, die schmeiße ich jetzt weg, die schmeiße ich auch weg. Drei im Schnitt, das ist einfach viel zu selten verkauft. Das kann ich nochmal versuchen. Das kann ich wegschmeißen. Weißenfisch kann ich wegschmeißen. Und das beides verkaufe ich jetzt auch bei Händler, weil. Ja, warte mal. Den versuche ich noch einmal. Eine letzte Chance gebe ich dem. 200 und 212. Oh, nicht 2012. 212. Anzahl der Stapel, so. Oh, na ja gut, jetzt habe ich wieder einen gemacht. Na egal. Soll passen. 55, 99 Gold. Schlag zu. Wenn ihr Interesse daran habt. 6, 7. Oh, das ist aber teuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das für den Preis verkaufen kann. Oh nee. So. Damit soll es das jetzt auch gewesen sein. Zurück ins Schlingendontal. Also jetzt ist es ganz gut zu wissen, dass wir hier im in diesem Lager von Gromgol, heißt es glaube ich, einen Teleport direkt in der Hauptstadt haben. Das ist in der Tat von Vorteil. Ja, Gromgol heißt das Ganze. Na gut, gehen wir mal die ganzen Quests hier ab. Wir haben ja im letzten Part sehr viel abgeschlossen. Also für den Quests fertiggestellt, aber wenig abgeschlossen, beziehungsweise gar nichts. Das war der Troll. Das waren die Troll, die Nahrungsmittel, die die Trolle geklaut haben. Und das war's dann hier an dieser Stelle auch. Der Sieg ist nahe. Erkenntnis über die Blutskalpe. Ein ungewöhnlicher Patron. Nayas ist also das Genie hinter den Blutskalpen und ihrer fremdartigen Magie. Ich muss zugeben, dass ich nie gedacht hätte, dass meine Nachforschungen dort enden würden, aber unsere Erkenntnisse könnten sich vielleicht trotzdem als hilfreich herausstellen. Vor der Küste im Nordwesten befindet sich eine kleine Insel, die von geringen Wasserelementaren bewohnt wird. Es gibt dort eine grobe Steinplatte, die den Trollen vielleicht als Altar dienen könnte. Bringt das Totem, das ihr gefunden habt, zu diesem Altar. Vielleicht können wir diesen Nayas ja hervorlocken und seine Macht in eine angenehmere Form bringen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Wie geht's denn so, Mann? Lieblingsschädel. Mögen die Geister. Und das war. Ach so. Jetzt wirft er den Schädel in den Topf.
Da schwimmt er. Mojo drüber. Oder Mojo. Zauber ist fertig. Was habt ihr in Kopf? Die Suche nach Yeniku. Achso, genau. Krieger, zeigt mir, dass ihr die Beute von dem Blutskalp-Stamm gemacht habt. Kopfjägerei. Wir müssen herausfinden, ob Yeniku tot ist. Erschlagt die Kopfjäger der Blutskalpe und nehmt ihnen ihre Schrumpfköpfe ab. Ihr müsst viele, viele Köpfe sammeln und ich werde sie überprüfen, um sicherzugehen, dass Yenikus Kopf nicht dabei ist. Sollte Yeniku von den Blutskalpen getötet worden sein, möge sein Fluch für 600 Jahre auf dem Geist ihres Häuptlings Gansula kommen. Geht. Ihr könnt die Köpfe bei den Ruinen von Zuldaya an der Küste im Norden finden. Haltet euch von Kudu fern. Der Schädel spricht zu euch. Ich lebe? Nein, ich lebe nicht, aber ich kann leben. Euer Raptor ist sehr schlau, wenn er meinen Schädel in einem Haufen so vieler Schädel gefunden hat. Zu Lebzeiten war ich ein starker, mächtiger Troll, ein Fürst unter den Trollen. Mit eurer Hilfe kann ich wieder ein Fürst sein. Die Blutskalpe in Zuldaya haben magische Fetische, die mir zur Rückkehr verhelfen können. Sie verstecken die Artefakte unter dem Sand. Euer Schmetterschwanzjunges wird diese Artefakte finden können. Wenn ihr sie habt, werft sie in den Kessel. Wie der Weckung von Lord Voldemort. Heißt es Lord Voldemort oder ist das D stumm? Das heißt Lord Voldemort, ne? Mord. Ich glaube auch im Englischen, ne? Voldemort. Voldemort? Mord? Mord? Ich weiß es nicht. Machen wir jetzt erstmal die Wasserelementargeschichte hier. Herz von Nayas. Jetzt reiten wir hier echt mit einem Ebe über Wasser. Aber gut, das erinnert einem an die Todesritter-Ability. Ja, das war ja auch, weiß gar nicht genau, wie diese Ability heißt. Da kommt man ja auch mit jedem Mount übers Wasser reiten. Er hat das aktiviert und dann konntest du halt, und auch alle in deiner Gruppe konnten dann irgendwie solche eisigen Pfade übers Wasser machen. Und damit dann übers Wasser reiten. Ich muss nicht. Oh, da ist noch mal eine Mine. Ich muss eine kleine. Feine. Ich bin außer Reichweite. Mine. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Aber der Altar ist woanders. Na komm. Ich muss näher. Hä, wo ist denn der Altar? Ach, da hinten. Der ist so nichts sagen. Sieht nach nichts aus. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Totem benutzen? Nayas beschwören? Nayas ist da. Nayas erledigen. Der hält noch ein bisschen mehr aus, aber leider prockt bei mir gerade ein Scheiß, ne? Ich habe kein Ziel. Was ich bis jetzt immer noch wirklich am lustigsten finde, ist, dass ich mit so einer Metallspinne übers Wasser laufe. Das ist ja an Logik kaum noch zu übertreffen. Wiegt eine Tonne und läuft übers Wasser, wie so ein Wasser. Also bei dem Wasserschreiter habe ich es ja noch verstanden, ja, weil, wenn ihr mal drauf achtet, ja, diese Pfoten, diese tentakelartigen Pfoten sind es ja nicht, diese tentakelartigen Füße da, dass die irgendwie so eine, dass die Wasseroberflächenspannung nicht durchbrechen, das ergibt noch einigermaßen Sinn, aber. Na, ich weiß es nicht. Ich habe kein Ziel. Ich
Irgendwie diesmal funktioniert der AOE besser. Ich bin außer Reichweite. Frag mich nicht warum. Das ist so weit entfernt. Ich brauche noch mehr Fetische. Sammelt das Viech die ein? Ja, macht es ganz automatisch. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche mein Ziel. Oder wieder ein? Ja? Praktisch, dass ich da weder irgendwas einsammeln noch sonst was tun, noch sonst was für tun muss. Einfach nur in der Nähe stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit entferne, ob das dann irgendwie fehlerhaft ist, aber. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ah, da hat er wieder was. Ich muss zuerst etwas anziehen. Ich bin außer Reichweite. Ach, ich level gerne in diesem Gebiet. Das macht durchaus Spaß. Hat da hinten was, ne? Ja. Ich muss näher ran. Oh Mann, ich darf mich nur nicht zu weit entfernen. Er geht immer wieder ein Stückchen zurück. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst. Das hat jetzt zum Beispiel nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund. Vielleicht war ich da zu weit entfernt. Ist da drin ein Respawn? Nö. Of course it's not. Boah, jetzt läuft er echt rein, ey. Na komm. Danke. Ich laufe auch gerne übers Wasser, hier an der Seite, als über den befestigten Weg da, das ist über Land, weil dort pull ich halt die ganze Zeit. Hier sind einfach keine feindlichen Viecher im Wasser, keine Haie oder sonst was, die dich irgendwie angreifen. Das ist dann natürlich direkt ein Knockout-Argument. Was macht der denn da? Ein Schwarm Meeresfische. Sowas finde ich cool, wenn man einfach mal irgendwo und nirgendwo jemanden sieht, der einfach angelt. Macht irgendwie ein behagliches Gefühl. Und dieses... Warum heißt es denn hier das finstere Riff? Ist da unten irgendwo ein... Was ist das? Was leuchtet da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte sein, dass wir hier später nochmal nach unten ins Wasser geschickt werden. Ein bisschen tauchen müssen. Das kann ich gerade nicht genau sagen. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass es da unten mal was gab. Das gehört ja nicht zur Waschir. Waschir ist ja schon ein bisschen woanders. Ich weiß gar nicht, was dieser zweite Sprung in der Luft soll. Aber das macht diese... Das macht diese Spinne für 5 Millionen Gold, glaube ich, auch, oder für
2 Millionen Gold, ich weiß gerade gar nicht, wie teuer die ist. Naja, liebe Leute, an dieser Stelle mache ich Pause. Wir hören uns morgen wieder. Ich gehe jedenfalls stark davon aus, wenn ich meine Erkältung jetzt natürlich so krass ist, dass ich jetzt irgendwie flach liege. Dann nicht, dann werde ich es aber nochmal in den Kommentaren wahrscheinlich schreiben. Ansonsten sollten in den nächsten Tagen WoW-Ausfälle sein, dann liegt es daran, dass es mich dann doch ein bisschen mehr erwischt hat, als ich gedacht habe. Aber ich hoffe mal einfach, dass das im Rahmen bleibt. Gut, wie dem auch sei, ich nehme mal an, bis morgen. Bis dahin, macht's immer gut, wir hören uns. Ciao.